Auf den Sack, ey. Ich fange jetzt einfach an. Nee, mach ich lieber einen neuen, ne? Ich weiß nicht mal, ob ich auf normal oder auf schwer spielen soll. Ach komm, ey, ultra brutal, ey. Gib's mir. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob man mich hört. Ja, Twitch lädt einfach bei mir nicht seit ein paar Tagen. Es geht mir richtig auf den Sack. Okay, man hört mich. So, ist mir jetzt scheiße, gell? Ja, Leute, erstmal kurze Entschuldigung. Ich habe jetzt ein bisschen länger nicht mehr gestreamt. Liegt aber daran, dass ich in den 2 Wochen, wo ich nicht gestreamt habe, keine Zeit hatte, wirklich zu streamen. Und dann, wo ich dann endlich mal Zeit hatte, also in Ruhe zu streamen, dann ging es mir nicht so gut. Also, mir ging es jetzt. Die Zeit lang nicht so super. Und ich bin aber wieder da. Und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Ja, für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich bin jetzt offiziell bei FrageStream. Und das heißt, ich werde auch hier einen eigenen Stream-Plan haben. Also, ich habe mir ja immer gesagt, so immer mittwochs mache ich einen Stream. Da dachte ich so, ich habe so Bock auf so viele neue Spiele hier. Und ich bin kein Mensch, der immer ein Spiel im Stream. Oh, jetzt geht es hier an. Gott, also heute bin ich. Heute will mich die Technik richtig eine reinhauen. Wo war ich? Ja, ich bin halt nicht einer, der da ein Spiel die ganze Zeit im Stream durchspielen kann. Deswegen brauche ich ein bisschen Abwechslung. Deswegen habe ich gesagt, montags machen wir jetzt immer Doom Story. Dienstag machen wir Uncharted weiter. Mittwoch machst du, aber Multiplayer. Da habe ich noch was ganz Besonderes vor, das erkläre ich aber mittwochs alles noch. Donnerstag mache ich Bloodborne, ganz neu. Hat die nächste Jahr. Oh, ich mache mal. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Auf Deutsch schon bisher. Ja, Donnerstag werde ich dann einen Blattbaum machen. Die Niges wollte ich ja mal machen, hat es dann abgebrochen. Weil für sie im Stream war es ein bisschen schwer, im Chat und so. Deswegen werde ich das weiterführen. Ich habe auch noch was Besonderes vor jetzt. Oh, nee, ich will kurz mal in die Einstellung. Controller. Klassische Doom-Haltung, das muss sein, das muss sein. Da hab ich versprochen. Und Freitag wird dann immer so spontan sein, weil ich das streame. Da wird das gezeigt, worauf ich da gerade Bock drauf habe. Also es kann sein, dass ich da nochmal Plattform mache oder Doom Multiplayer oder GTA Online oder sonst irgendwas mache. Also Freitag ist immer Party. Ja, da kommt jetzt noch was. Ja, Wir werden uns darum kümmern. Warum Doom Story? Ja, die geht ja noch etwas länger, als ich gedacht habe. Deswegen dachte ich mir, komm, mach die mal spielen. Und wenn ich merke, so die Story ist so ein bisschen so, ja, geht. Und wenn ich mehr Multiplayer trotzdem, denn der Multiplayer macht richtig Bock. Also. Da bin ich schon ein Suchtfaktor. Ja, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich bin noch nicht 100% auf dem Damm. Aber ich wollte es nicht nochmal eine Woche aussetzen. Weil ich habe, glaube ich, jetzt einen Monat oder so nicht mehr gestreamt, ey. Es ging wirklich nichts, Leute. Also, ich habe jeden Tag versucht, mal zu gucken, so, ey. Packst du das? Würdest du es schaffen? Und die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Ja, heute habe ich auch ein bisschen schon an YouTube hier gearbeitet. Ich habe gemerkt, dass ein bisschen inaktiv war, weil ich bin ja der sich darum kümmert auf YouTube. Und da ich auch streamen konnte, heißt es auch automatisch, dass ich nicht bei YouTube arbeiten konnte.
Und da versuche ich jetzt auch ein bisschen sortierter zu arbeiten. Das heißt, ich werde nicht wie früher die ganzen Videos einfach hochladen und hier nimmt so, sondern ich werde pro Tag also ja, 2-3 Folgen immer so hochladen. Ich merke auch, dass da mehr Aufrufe dann kommen. Ja, ein bisschen organisierter, sag ich mal. Ne? Denn früher war für uns YouTube eher so ein Archiv, wo wir halt unsere alten Streams nochmal nachgucken konnten. Wie die Leute, die es verpasst haben, auch nochmal kurz reinschauen. Kam schon drin, ja. Und ja, jetzt wollen wir halt ein bisschen mehr auf YouTube machen. Wir wollen jetzt nicht nur ein Archiv draus machen, sondern wir wollen auch drauf arbeiten. Das macht ja auch viele Sachen offline. Viele Sachen offline. Und leider das ja hoch, also spielmäßig. Ich werde auch Spiele, die ich hier, die sich nicht mehr lohnen, hier im Stream zu machen, zum Beispiel Gun Home oder so. Keine Angst, ich hab's nicht vergessen. Die werde ich. Ah ja, ich habe ja auch schwer, ich muss ein bisschen aufpassen. Die werde ich hochladen. Offline. Denn ich kann mit der PS4 auch aufnehmen. Ja. Nur 15 Minuten, aber ich sag mal, das ist jetzt kein großes Ding, oder? Ich muss nur gucken, wie ich das mache, da ich mir selber einen Timer einstellen muss. So quasi, dass ich weiß, okay, 15 Minuten vorbei, weil ich muss immer neu die Share-Taste drücken, damit der wieder neu aufnimmt. Naja, da muss ich mich noch reinfuchsen. Auf jeden Fall werden wir auch öfter mal so Talkrunden machen. Nicht nur Fazit-Videos. Also ich werd auch heute auch nicht so lange streamen, denn ich möchte heute noch was aufnehmen. Ihr werdet merken, dass ich viele neue Formate auf dem YouTube-Kanal machen werde. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Also nicht Formate, die jetzt revolutionär sind, ja. Es werden halt generische Let's Talk About Das oder so, ne? Aber halt Themen, die euch hoffentlich auch Bock machen. Und also, wir werden gleich nach diesem Stream mal über Doom 1 reden. Also werde ich was aufnehmen. Das hat mir letztens zugelegt. Und da werde ich kein Fazit-Video zu machen, sondern was anderes. Da werdet ihr schon sehen. Und ja, ich werde auch mal über Filme reden wollen, über Serien, über Bücher, ist ein bisschen schwierig. Ich würde gerne mehr lesen, aber die Zeit wird zu angehen. Boah! Da bin ich eigentlich recht gestorben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Bücher. Ich habe einige Bücher da, ich habe auch schon einige gelesen, die könnte ich vorstellen, aber ich glaube, Bücher werden dann ein bisschen weniger kommen an Videos. Und ja, auch Denise halt, ne? Die wird halt auch ein paar Videos aufnehmen. Wir haben auch sogar noch ein gemeinsames Video, wo wir so eine Diskussion haben über ein bestimmtes Thema. Ich werde vielleicht morgen oder so mal hochladen. Ich möchte halt so besondere Videos, so das Zeit und so. Also einmal in der Woche was veröffentlichen. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung. Werden natürlich immer versuchen, was nachzuproduzieren und schon wieder hier. Ich war auch erst hier, ey. Muss ich wieder alles wieder von neu, ey. Ich hätte mich auch schwer, ich bereue es jetzt schon. Aber ich habe immer so eine große Schnauze. Ich entschuldige mich schon für jeden Huster schon mal. Ich bin noch ein bisschen kränklich, Alter. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich wirklich noch schon streamen, aber es ging einfach nicht. Kopfmäßig einfach. Die Hölle. Das ist einfach die Hölle. Und dann noch diese Hitze hier in Deutschland. Boah, ich bin fertig, Leute. Ich bin fertig. Ich bin froh, wenn das hier. Wenn es mir endlich mal wieder richtig gut geht. Aber ich habe mir Doom gegönnt. Hatte ich mega Bock drauf. Und das war ja im PSN-Store dann im Angebot.
so 45 Euro. Habe ich gesagt, komm, da musst du jetzt zugreifen. Ist immer noch teuer, aber vielleicht der beste Preis, den ich zurzeit kriegen kann. Und jetzt habe ich gezeigt, weil ich mich voll verliebt in dem Spiel. Also, au. Also der Multiplayer macht schon Bock, ey. Und ich bin gespannt, wie das im Stream wird. Also offline, dann gebe ich gerne zu. Also ich würde sagen, oh, scheiße, ich bin schon wieder gestorben, ey. Ich sehe jetzt schon, der Schwierigkeitsgrad ist zu schwer, Leute. Nochmal Hauptmenü, das geht ja gar nicht, ey. Ich will ja eigentlich die Story eigentlich schnell durchhaben, damit ich den Multiplayer ein bisschen mehr machen kann. Weil ich muss ja jetzt immer bis Mittwoch warten. Nee, können wir nochmal löschen hier. So, jetzt können wir hier starten. Los, gibt's mir. Der Multiplayer macht mir extrem viel Bock. Und den Story-Modus habe ich jetzt einfach nur gemacht, weil er halt auch da ist. Und ich wollte ihn euch mal zeigen. Und ich bin gespannt, ob ich den gleichen Skill hier auch live zeigen kann, den ich auch offline habe. Ich meine, ich bin im Multiplayer nicht der allerkrasseste, ja, aber ich war schon sehr oft Platz 1, muss ich sagen. Aber bisher noch immer Team Deathmatch. Es gibt so einen Clan-Modi, der ist quasi wie bei Call of Duty, der, wie heißt der nochmal? Suchen und Zerstören. Quasi halt, es gibt fünf Leute oder so, die gegeneinander antreten und du hast nur einen. Sie sind wild. Brutal, ja, ich bin auch wild. Unerbittlich, ohne Gnade. Komm. Aber du, oh Gott, Leute, ich hatte so viel Zeit. Aber ich wollte. Und da habe ich mich noch nicht rangetraut, weil ich dachte so, ich will noch ein bisschen üben, bevor ich richtig durchstarte. Aber ja, ich habe mir ein Ziel gesetzt, in Multiplayer richtig geil zu werden. Also ich will so gut werden, dass ich mich irgendwann Leute anschreibe und sage, wie viel ich dazu hacke. Weil ich nicht glauben kann, wie gut ich bin. Ja, also ich habe ja jahrelang einen Shooter gesucht. Jetzt hat er schon wieder die Steuerung. Warum? Achso. Wo ich halt richtig gut werden kann. Ja, also so Shooter wie Call of Duty oder Battlefield, da kann ich mich nicht so reinsteigern, wisst ihr? Also, alles klar. Also, da kann ich mich nicht dran setzen und sagen, so, ich werde jetzt besser oder so und versuche der alle krass zu sein. Weil bei Call of Duty ist immer so, da kommen die ganzen Kiddies und so und ich spiele halt den ganzen Tag und so. Und bei Battlefield. Ja, bei Battlefield ist es so. Da sehe ich das so ein Skillpotenzial. So, halt auch so ein bisschen so E-Sport, ja? Und der letzte Titel, wo ich gedacht habe, so ey, da könnte ich richtig reinsteigen, üben und so jeden Tag so ein bisschen spielen und immer ein bisschen besser werden. So, das war Halo. Da war ich auch relativ gut. Hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Nur irgendwann lief mal mein Xbox Live-Account dann ab. Und da konnte ich nicht mehr online spielen. Und ich war zu geizig, mir einen neuen Account zu machen. Und ja, dann habe ich das irgendwann verstauen lassen. Und seitdem suche ich was Neues. Und ich bin ja ganz, ganz großer Quake-Fan. Also von den ganz alten Teilen. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der das habe ich ja früher. Also Quake Live, ne? Also das habe ich extrem viel gezockt. Und ich mag diese schnellen Shooter, ja? Also wo du wirklich so rein, bam, 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 wieder tot, direkt wieder rein, gucken, wo du, gucken, wo ist der nächste Gegner, quasi wie so ein Jäger, der alles wegbatscht. Und das hat Doom sehr gut gemacht, finde ich. Er ist extrem schnell und das gefällt mir. Und ich hoffe, die Langzeitmotivation beim Doom Multiplayer ist hoch. Und, ich habe da schon Bock, eine mehrteilige Serie davon zu machen. Quasi Jules Weg zu der allerkrasseste. Quasi so
Also dass wir quasi jeden Mittwoch so ein bisschen üben. Und ich habe mir das so vorgestellt, ne? Sie haben ja mal, also Bethesda hat ja mal angekündigt, dass sie Doom auf die VR ausbringen wollen. Und alter Schwede, ey. Das kann doch dein Hirn gar nicht so verarbeiten, ey. Das geht so schnell hier manchmal, ey. Also, da ist so ein Mausgeschnitten. Das wird auf jeden Fall kommen, ey. Also, ich glaub, mein Hirn wird das nicht verarbeiten. Aber, ne, gibt's so Realität, ne? Ich hab's ja, ich konnte es leider noch nie ausprobieren. Ich hoffe, dass ich das auf der Gamescom endlich mal einen Stand finde, wo ich das ausprobieren kann. Ich habe schon extrem Schiss davor. Weil für mich wäre die größte Enttäuschung, wenn mein Hirn das nicht so, wie sagt man das? Also halt kein Motion Sickness bekommt, dass er das aushält, diese neue Art von Gaming, ja. Dass er quasi rafft, so, dass mir halt nicht schwindelig wird. Und stellt euch mal vor, Virtual Reality wird ganz groß im Gaming-Bereich und du schaffst es einfach nicht, weil dein Hirn das einfach nicht packt. Du kriegst du ständig Motion Sickness und dieses ganze schwindelig und so. Alter Schwede, ey, das wird nicht untergehen. Weil die Titel, die schon vorgestellt wurden, sind Virtual Reality oder einfach Spiele, die sehen so geil aus. Vor allem haben die gesagt Fallout 4. Leute, Fallout 4, stell euch was vor. Sag ich mal Goodbye Life, Welcome Virtual Reality. Kleine Küche, ey. Ganz schön schnell. Kommt doch mal her. Ach, oh mein Gott. Ja, gut, dass ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher gemacht habe. Denn Ultra wäre schon hart, ey. Also Respekt an die Leute, die das schon schwer einfach durchzocken. Aber ich sag mal so, beim schweren Schwierigkeitsgrad musst du einfach öfter mal in Deckung gehen. Und ich möchte jetzt ja ein bisschen schneller in den Weg zocken. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Ja, ich... Das ist schon alles ruiniert. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an dieser Welt ausschließlich auf der alten Rahmen der Menschen eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles, was wir in Ordnung geraten haben. Batsch! Befeste! ID! Software! Du! Yeah! Ah, ich freue mich so sehr, Leute. Doom ist endlich wieder da. Das einzige, ja? Also ich zocke ja auch gerade nebenbei Doom 1. Geronimo! Das Einzige, was mir extrem fehlt, ist die geile Metal-Musik hier. Ey. Also ich habe hier Doom 1 gemoddet. Mit der Brutal-Mod. Aber das werde ich noch mehr näher erläutern bei meinem Doom 1-Video, das ich für YouTube aufnehmen werde. Und da konnte ich halt so Mods, wo geile Fans von Doom nochmal den Soundtrack von Teil 1 mit geile E-Gitarre nochmal neu eingespielt hat. Und Alter, ey, das fetzt so sehr, ne? Die ganze Zeit hast du die Musik im Hintergrund und du bist da überladen von Dämonen und du musst einfach nur wegkommen. Das macht einfach nur Spaß. Das macht einfach nur Fun. Das fehlt mir halt als Spiel. Also einfach nur so coole Musik, die einfach im Hintergrund läuft. Denn für mich war Doom immer so ein Spaß-Shooter. Also die hatten ja mit Doom 3 versucht, so einen Horror-Titel zu machen, was mir extrem nicht so gefallen hat. Also es hat mich ziemlich abgetan, muss ich sagen. Denn ich bin ein Fan von Doom, wo du einfach reingehst und einfach wieder die Dämonen abballerst. Wenig Story, einfach geile Musik im Hintergrund.
halt den alten Flair. Und ich bin froh, dass sie in Doom 4 quasi das auch so gemacht haben, dass sie es wieder versucht haben. Eine lange Story, um ein bisschen Horror reinzubringen, denn Doom, klar, Doom würde in das Genre Horror gehen, aber es ist nicht gruselig, sag ich mal. Es hat einfach Dämonen und so. Es ist halt auch ein bisschen wie die Bücher, ne? Und das, ja, da war ja richtig beschissen. Also Duke Nukem Forever, ne? Ey, ich hab mich da so drauf gefreut, Leute. Und dann kriegst du so einen Rotz. Ich meine, ich fand den Anfang geil, wo du halt die ganzen Interaktionen mit den Gegenständen hattest, dass du quasi viele Referenzen zu den alten Teilen hattest. Aber der Rest war so, boah, Leute, so eintönig, so total schlauchig und alles. Das war extrem enttäuschend. Und dann dieser zu krasse pubertäre Humor. Also, es war schon manchmal echt übertrieben, was die da ausgaben. Also, so Aliens, die drei Titten hatten und so. Die auch noch so sofort. Ich meine, wenn ich das so erzähle, klingt es witzig und lustig, aber so im Spiel war das nicht so. Hat es mich nicht so. Ich weiß auch, da oben ist eine Figur. Finde ich extrem cool. Fällt auch so gerne. Also ein kleiner Kompagnon. Ich hoffe, ich finde alle von diesen kleinen Figuren. Ich werde aber nicht. Hey, Grenade. Ich werde aber nicht in jeder Ecke jetzt rumlaufen, wenn ich mich eigentlich von der Story relativ schnell durchkomme. Und zum Sendeplan nochmal, das Screenplan. Wenn ich quasi ein Projekt abgeschlossen habe, zum Beispiel jetzt die Doom Story, dann werde ich das natürlich durch ein anderes Projekt direkt ersetzen. Also, ob ich ein ganz neues Projekt da direkt reinsetze, weiß ich nicht. Oder ob ich einfach das doppelt besetze mit einem Projekt. Also die Tage. Ich habe auch gesagt, das habe ich alles in die Infobox nochmal reingeschrieben für all die Leute, die es nochmal nachlesen wollen. Ich stelle schon mal in den Stream nochmal an den Gang.